Ja, guten Morgen auch von meiner Seite von der Session 2 zu den Grazer Linux-Tagen. Herzlich willkommen. Und wir hören jetzt den Vortrag Installation und Konfiguration moderner Applikationen mit Formen von Bernhard Suttner. Und dann übergebe ich gleich dem Bernhard, dass er die Session eröffnet. Bitte schön. Ja, hallo zusammen zu meinem Vortrag. Thema wurde schon genannt. Deswegen steige ich gleich ein. Und zwar möchte ich ein bisschen was erzählen zu der Firma, für die ich arbeite. Wir sind ein Unternehmen, die ATIX AG. Wir sind in München und wir kümmern uns darum, dass bei Kunden das Rechenzentrum läuft und möglichst automatisiert läuft. Sprich, wir benutzen Linux und Open Source Tools, damit ein Rechenzentrum verwaltet werden kann. Da benutzen wir Tools wie SaltStack, Puppet oder Ansible oder als Configuration Management Tool. Dann benutzen wir Docker, Red Hat OpenShift, Rancher und Kubernetes als Docker-Plattformen. Und wir haben auch unser eigenes Tool namens Ocarino. Dazu erzähle ich gleich noch mehr. Genau, wir haben auch unsere eigene Veranstaltung, wenn es darum geht, Rechenzentren zu automatisieren. Da zeigen wir auf dieser Veranstaltung der OSAT im Oktober, wie man mit Hilfe von Open Source Tools ein komplettes Rechenzentrum automatisieren kann. Ist eine Online-Veranstaltung, wie gesagt, im Oktober, findet dieses Jahr wieder statt natürlich und würden uns freuen, wenn ein paar Leute dazukommen. Gut, fangen wir gleich mal an mit dem Formen-Projekt. Mit Formen kann man komplette Rechenzentren automatisieren. Formen ist ein Tool, initiiert, gestartet von Ohad Levy am 13. Juli 2009, benutzt Ruby on Rails und war ursprünglich eine Oberfläche für Puppet. Puppet ist eins der meistgenutzten Configuration Management Tools. Das heißt, mit einem Configuration Management Tool kann man einen Server von Remote verwalten. Man kann über Puppet Anweisungen geben, installier bitte die Software, konfiguriere die Software, deinstalliere eine Software. Und Puppet kümmert sich darum, dass auch immer die Konfiguration genau die richtige ist für den jeweiligen Server. Wenn Puppet dann gelaufen ist, dann kriegt man auch schöne Reports. Und diese Reports werden dann in Formen angezeigt. Da steht zum Beispiel drin, dieses Programm wurde installiert, diese Anwendung wurde konfiguriert und so weiter. Formen bietet also eine Oberfläche an für Puppet und kann mittlerweile noch viel, viel mehr. Also das ganze Formen-Projekt, wie gesagt, gestartet ursprünglich für Puppet, bietet ein komplettes Set an Tools, um ein komplettes Rechenzentrum zu automatisieren. Rechenzentrum muss man sich so vorstellen, entweder geht es da um einen Host, meistens geht es nicht um einen Host, sondern es geht um 500 Hosts oder um 10.000 Hosts. Wenn man jetzt im kleinen Netzwerk ist, vielleicht bei sich zu Hause und hat da 10 verschiedene Rechner am Laufen, dann kann man auch Formen benutzen, damit dann die richtige Software installiert wird, damit die Anwendungen richtig konfiguriert werden und damit am Schluss dann auch Updates bei den verschiedenen Servern zum richtigen Zeitpunkt installiert werden. Formen unterstützt da sehr viele Betriebssysteme. Das heißt, wenn ich jetzt auf die Idee komme, ich habe eine Formen-Instanz und möchte mir jetzt einen neuen Server installieren, dann muss ich erstmal auswählen, welches Betriebssystem.
Da kann man jetzt Oracle Linux benutzen, SUSE, Red Hat, CentOS. Es geht auch Windows und Mac Deployment. Wenn man dann so ein Betriebssystem ausgewählt hat, dann muss man überlegen, wo soll das denn überhaupt installiert werden. Also entweder läuft es auf dem kleinen Server, den man bei sich zu Hause stehen hat, also ein Bare-Metal-Server, oder es ist eine virtuelle Maschine, ein VMware, ein OVIRT oder auch ein Proxmox-VMware-Server. Oder es gibt irgendwelche Cloud-Dienste, Amazon Web Service, Azure, Google Cloud. Und da werden dann am Schluss die Server installiert. Wenn der Server dann installiert ist, das heißt zum Beispiel jetzt ein SUSE Linux, dann werden die richtigen Anwendungen installiert, damit dann der Dienst übernommen werden kann, zum Beispiel ein Webserver. Für die Installation und Konfiguration der Anwendungen kann dann zum Beispiel Ansible, Puppet, SaltStack genutzt werden. Und wie gesagt, schlussendlich, wenn der Server dann mal läuft und ich da eigentlich ganz glücklich bin, dann muss auch von Zeit zu Zeit geprüft werden, gibt es Updates und ich kann dann diese Updates dann auch über Formen installieren. Formen ist da so ein komplettes Ecosystem geworden und setzt sich zusammen aus ganz vielen verschiedenen Plugins. Und eins dieser Plugins, möchte ich jetzt dann gleich näher eingehen, macht die Installation und Konfiguration von Anwendungen ein Stück einfacher. Was wir bei ATX machen, wir nehmen uns jetzt das Beste aus diesen Open Source Tools heraus, aus Formen, und bauen daraus Ocarino. Und wir versuchen da unseren Kunden ein Produkt zur Verfügung zu stellen und einen Service zu bieten, der unabhängig ist von der Distribution. Das heißt, wir sagen den Kunden nicht, ihr müsst irgendwie Red Hat oder SUSE benutzen, sondern die Kunden können sich frei entscheiden, welches Betriebssystem sie benutzen wollen, können auch frei entscheiden, wo die Server deployed werden, ob das jetzt ein Proxmox, ein VMware oder auch irgendwas in der Cloud ist. Genauso wie beim Configuration Management. Ocarino unterstützt da Ansible, Puppet und SaltStack und die Kunden können das verwenden, wo sie am stärksten drin sind und wir unterstützen sie dabei. So, kommen wir zum typischen modernen Web-Applikation. Jetzt zum Beispiel habe ich ganz vorne einen Proxy stehen. Der Proxy nimmt irgendwelche Web-Requests entgegen und leitet diese dann weiter an einen Apache-Webserver. Da läuft vielleicht ein PHP noch mit dazu oder ein Ruby on Rails. Und die Anfragen an die Datenbank gehen dann zum PostgreSQL. Das heißt, so eine typische Web-Anwendung besteht jetzt aus zwei Webserver und einer Datenbank. Das ist jetzt ein Beispiel, kann man sich noch viel mehr dazu überlegen. Wenn ich jetzt so eine typische Web-Anwendung deployen wollen würde, dann müsste ich Folgendes dann machen. Ich müsste zuerst mal einrichten eine Formenumgebung. Das heißt, die entsprechenden Parameter definieren. Welches Betriebssystem soll für die eine oder andere Webanwendung genutzt werden oder für den einen oder anderen Host genutzt werden? Welche Templates, welche Vorlagen werden genutzt, um den Server zu konfigurieren? Und wenn ich damit fertig bin, dann muss ich dreimal hintereinander, für das Beispiel jetzt, einen neuen Server deployen. Dann wird dreimal hintereinander wird geprüft, wo soll der Server deployed werden, auf dem VMware-Server oder irgendwo in der Cloud. Dann wird der entsprechend eingerichtet, die Installationsroutine des Betriebssystems wird gestartet. Wenn die Installation des Betriebssystems fertig ist, läuft dann vielleicht manuell noch dazu ein Ansible oder Salt oder Puppet, damit dann der Server konfiguriert wird oder damit auch dann
die Anwendungssoftware installiert wird. In unserem Beispiel war das jetzt, es müsste einmal PostgreSQL installiert werden und es müsste zweimal der Webserver installiert werden, inklusive zum Beispiel PHP. Wenn die Grundinstallation des Systems und der Anwendungen installiert ist, muss dann noch sichergestellt sein, dass die Anwendungen ineinander oder miteinander verbunden sind. Sprich, dass der Webserver weiß, da gibt es jetzt diese Datenbank. Dass die Datenbank dann auch am Schluss die Requests entgegennimmt und akzeptiert und ausführt. Damit auch dann der HA-Proxy weiß, wenn ich irgendeinen Web-Browser-Request bekomme, dann muss ich die Anfrage an den Webserver schicken und der Webserver muss das Ganze verarbeiten. Das heißt nicht nur darum, einen einzelnen Host zu installieren, den ich dann nutzen kann, sondern das Ganze muss ineinander verbunden sein. Und dazu muss ich eben die Schritte immer wieder für jeden einzelnen Host durchmachen. Was möchte ich eigentlich machen? Eigentlich möchte ich doch irgendwo einen Knopf haben und sagen, ich möchte jetzt eine Anwendung ausrollen und fertig. Und wir bei der ATX AG haben uns überlegt, wie kommen wir denn genau in diese Richtung? Und deswegen haben wir ein neues Plugin für Formen geschrieben namens Formen Application Centric Deployment. Und dieses Plugin macht das Ganze ein bisschen anders. Nochmal das Beispiel, wie der Host-Centric-Ansatz verwendet, genutzt wird. Das heißt, Formen ist Host-Centric. Es wird ein Host deployed, ausgerollt und wenn der Host ausgerollt ist, kann er konfiguriert werden. In unserem Beispiel müsste ich das Ganze jetzt, wie gesagt, dreimal hintereinander machen. Im Gegensatz dazu, der Application-Centric-Ansatz sieht so aus. Ich habe innerhalb von Formen das Plugin Formen ACD am Laufen. Und wenn ich auf den Knopf drücke, deploy die Anwendung, dann weiß Formen bzw. das Plugin, dazu muss ich jetzt drei neue Server ausrollen. Das heißt, es wird automatisch dem Formen mitgeteilt, mach doch mal drei neue Server, deploy die zum Beispiel auf dem VMware-Server, konfiguriere die und wenn du komplett fertig bist mit der Einrichtung des Basisbetriebssystems, dann lassen wir ein Ansible-Playbook laufen. Ansible ist auch ein Configuration-Management-Tool, was ähnlich ist zu Puppet, aber ohne Server auskommt. Wird neuerdings sehr häufig verwendet und es gibt entsprechend auch die Unterstützung in Formen, wie auch in Ocarino. Mit Ansible kann ich ein komplettes Szenario konfigurieren. Sprich, in dem Ansible-Playbook steht jetzt drinnen, damit diese Anwendung am Schluss genutzt werden kann, musst du diesen einen Server zum Datenbankserver machen. Und diese anderen zwei Server machst du zum Webserver. Dann werden die Anwendungen installiert. Das steht alles in dem Ansible-Playbook drin. Und wenn die Anwendungen komplett installiert sind, laufen die nächsten Schritte weiter, damit die Anwendungen konfiguriert werden. Dann wird auch diese Verbindungen werden dann auch entsprechend hergestellt, damit der Webserver weiß, hier befindet sich der Datenbankserver und wenn du einen Request schicken möchtest zur Datenbank, dann musst du diese IP-Adresse verwenden, dann brauchst du dieses Passwort von der Datenbank und so weiter. Wenn das Ganze dann abgeschlossen ist vom Ansible Playbook, dann bekommt das Plugin, also Formen ACD, am Schluss auch wieder die Meldung, das ist abgeschlossen. Hier ist der Report, hier sind also entsprechende Log-Nachrichten, das wurde gemacht, das hat funktioniert oder hier gab es vielleicht ein Problem.
Wie schaut es jetzt praktisch aus? Das Plugin ist in drei Teile aufgeteilt. Ich zeige jetzt mal den Bereich, den man benötigt, um jetzt eine Anwendung zu deployen. Das ist eine Application Instance, eine Instanz der Applikation. Und hier sieht man, es gibt drei Hosts, den Webserver 1, den Webserver 2 und die Datenbank. Das ist am Schluss der Service, der durch diesen Host bereitgestellt werden muss. Und dem Ganzen kann ich dann auch noch entsprechend Parameter mitgeben, Ansible-Werte oder auch Werte, die der Foreman benutzt, damit er vielleicht den Datenbankserver mit mehr CPU ausstattet oder mit mehr Arbeitsspeicher. Wenn ich das aufgesetzt habe, oder ja, hier sieht man nochmal ein Bild, wo ich Parameter setzen kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf dieses A klicke zum Beispiel, dann kann ich Ansible-Parameter noch setzen und diese werden dann auch später genutzt. Wenn ich das Ganze konfiguriert habe und drücke jetzt dann auch den Knopf, bitte deploy mir jetzt die Anwendung, dann sieht man hier auch am Schluss die Ausgaben. Da wird am Schluss der DHCP-Server bereitgestellt, damit die Anwendung installiert werden kann. Es wird die komplette Provisionierung des Servers durchgeführt und eben, wie gesagt, nicht nur für einen einzelnen Host, sondern für mehrere Hosts. Wenn das durchgelaufen ist, das heißt, wenn das Betriebssystem installiert wurde, wenn die Basis-Setup des Hosts stattgefunden hat, dann wird auch automatisch das Ansible-Playbook laufen gelassen. Und da sieht man auch, hat das Ganze funktioniert. Und wenn man weitergeht, dann kriegt man auch am Schluss die ganzen Ansible-Ausgaben, was im Detail genau passiert. Sprich, es wird eine Verbindung aufgebaut zu jedem Server, der jetzt da vorher gerade provisioniert wurde. Dann wird irgendwelche Firewall-Regeln werden gesetzt. Dann wird die Datenbank konfiguriert und so weiter und so fort. So. Wie sieht es in der Zukunft aus? Was haben wir noch so alles vor? Und zwar, was uns sehr, sehr wichtig ist, dass das Ganze einfach bleibt, dass es relativ schnell alles durchläuft und der Kunde möglichst bald auch eine komplette Anwendung nutzen kann. Dazu haben wir uns gedacht, diese Anwendung, die muss man ja irgendwo definieren. Das nennt sich Application Definition. Das ist auch Bestandteil von dem Foreman Application Centered Deployment Plugin. Und dazu braucht es ein Playbook auch. Und diese beiden Komponenten, die wollen wir als Template zur Verfügung stellen. Daran wird schon gearbeitet. Das Ganze wird dann irgendwo auf GitHub zur Verfügung gestellt. Da gibt es bis jetzt schon, ich glaube, zwei Beispielanwendungen. Einmal ein Prometheus, was so ein Monitoring-System ist, und einmal ein Grafana, auch so ein Monitoring-Log-Auswertungssystem. Und wenn man so eine Anwendung haben möchte, dann nutzt man jetzt ein Application-Template, da steht alles drin, lädt es von GitHub runter, spielt es bei Foreman in Foreman ACD ein und dadurch kann ich eigentlich genau das machen. Ich drücke auf einen Knopf und am Schluss wird die komplette Anwendung von vorne bis hinten aufgesetzt, konfiguriert und steht dann zur Verfügung. Das Ganze benutzt aktuell, wie gesagt, Ansible. Wir wollen da den Ansible Git Support noch hinzufügen, damit ich direkt ein Playbook benutzen kann, was irgendwo im Internet rumliegt.
Und darüber hinaus haben wir uns gedacht, ja, ist schön, wir wollen aber auch unabhängig sein von Ansible. Wie vorher schon gesagt, bei uns geht es darum, dass wir unabhängig sind von den Herstellern und wir wollen nicht ein Configuration Management System jetzt forcieren. Wir können uns gut vorstellen, dass wir da auch irgendwann mal SOL Support hinzufügen. So, zum Thema Foreman und was Foreman alles kann. Also Foreman ist so ein richtig tolles Tool, hat eine tolle Community. Da kann man sich gut einlesen, zum Beispiel auf der Webseite von theforeman.org und hat eine wirklich gute Community auch, wo man Fragen stellen kann bei der Einrichtung. Dann kann ich auch jedem empfehlen, dass alles, was wir machen bei der ATX AG, im Kontext von Foreman und Ocarino, geben wir auch wieder der Community zurück. Hier im ATX AG-Bereich gibt es auch noch weitere Plugins, die wir entwickelt haben. Kann sich da jeder auch anschauen. Und hier unten sind auch diese zwei Plugins, die wir entwickelt haben für den Foreman, die eben dieses Application-Centric Deployment dann auch möglich machen. Auf docs.ocarino.com befindet sich die komplette Dokumentation von Application-Centric Deployment. Kann man sich auch schon anschauen. Das Ganze wird auch aktuell in die offizielle Foreman-Dokumentation übernommen. Gut, das war es auch schon zu meinem Kurzvortrag zu Application-Centric Deployment. Wenn es noch Fragen gibt, ich bin jetzt auf jeden Fall noch hier und ansonsten gerne auch über den IRC-Channel von Foreman oder über meine E-Mail-Adresse. Vielen Dank. Ja, danke Bernhard für den interessanten Vortrag. Man kann, wie du schon erwähnt hast, im IRC von den Grazer Linux-Tagen Fragen stellen. Derweil habe ich noch keine gesehen, aber vielleicht kommen jetzt noch welche. Dann würde ich gerne noch erwähnen, dass man den Vortrag Feedback geben kann auf Pre-Talks. Und falls man die Slides noch einmal nachschauen will, kann man die auch im Pre-Talks downloaden. Der Link ist auf linuxtage.at zu finden. Ich schaue noch einmal. Da haben wir eine Frage zum Support von den Betriebssystemen. Ubuntu 20 wird noch nicht supported, ist das richtig? Im Foreman ist die Unterstützung von Ubuntu 20 auf jeden Fall drinnen. Es kann sein, dass bestimmte Teile noch nicht verfügbar sind. Das geht aber sehr, sehr ins Detail jetzt. Aber die Basisinstallation und Konfiguration eines Ubuntu 20 Systems geht über Foreman auf jeden Fall. Also es wird aktuell zum Beispiel auch seitens der Community daran gearbeitet, dass neue Betriebssysteme wie Alma Linux oder wie heißt es, ROC Linux, was so ein Ersatz von CentOS darstellen soll, dass das auch über Foreman verwaltet werden kann. Also da ist die Community schon sehr, sehr toll und versucht da zusammenzuarbeiten, damit dann am Schluss ja alle neuen Betriebssysteme da auch konfiguriert werden können. Ich habe gesehen, die Folien sind jetzt noch nicht im Pre-Talks. Kannst du die dann uploaden oder soll ich das dann machen? Kann ich machen. Das wäre super. Ja. Mhm. Ich schaue noch einmal in den Chat. Da geht es noch um den Ubuntu 20 Support. Aber anscheinend geht noch nicht alles ganz out of the box. Muss man noch ein bisschen nachpflegen. Das kann gut sein, ja. Das ist manchmal so. Ja. Was da auf jeden Fall hilft, wenn es da
irgendwo Probleme gibt, wenn es da Fragen gibt, community.deformen.org. Da sind wir auch bei der ATIX sehr aktiv mit beteiligt innerhalb des Forums. Fragen stellen und vielleicht findet sich relativ schnell irgendjemand, der da helfen kann. Gut. Wenn sonst keine weiteren Fragen aus dem IRC kommen, bedanke mich nochmal für deinen Vortrag und wünsche noch schöne Linux-Tage. Jetzt geht es weiter im Saal 2 mit Property-Based Testing oder im Saal 3 mit PostgreSQL, mit Performance Tuning und im Saal 1 mit Raspberry Pi Home Cluster mit Ansible. Super, vielen Dank. Dann noch einen schönen Samstag. Danke, ebenfalls.